Hi Leute und herzlich willkommen hier bei unserem lieben Inka Pearls, das jetzt als Ersatz für Luxor ist. Warte mal kurz, ich schieb mal kurz mein Stativ etwas um. So, jetzt. Dann gehen wir doch gleich mal zu Spiel starten. Und zwar geht es genauso wie Luxor. Also es ist eigentlich total das gleiche. Nur dass ihr auch Power-Ups holen könnt, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar suchen wir nach einem Schatz. Und wir können uns halt ein paar Tools holen. Und zwar haben wir derzeit 60.000 Euro. Da, oder, ja, 60.000 Euro. Und wenn man hier, wenn du siehst, also wenn ihr seht, könnt ihr hier sehen, was das bringt, die Bombe, wenn man sich die kauft und sie aktiviert. Oder hier die Kaskade, die wirft man in der Kette und dann wird es so in der Kette so abgebaut. Und Leben schenkt halt einem ein Leben. Ist natürlich klar. Und dann würde ich auch gleich mal auf Start gehen. Und ja. Ich spiele gerade in einem anderen Format, als ihr es seht. Ich habe es nämlich lang gestreckt auf meinem Bildschirm, deswegen sind die Kugeln manchmal bei mir ein bisschen lang gestreckt. Aber das stört mich überhaupt nicht, weil man es kaum sieht. Ja, auf jeden Fall bringt es eigentlich, also es ist eigentlich, glaube ich, nur ein bisschen mehr als bei Inka Pearls. Bei Inka Pearls müsst ihr ein bisschen weniger, wie nennt sich das? Ach ja, weniger Bahnen zerstören, wollte ich gerade sagen. Und hier müsst ihr halt trotzdem, genau, also in dem ersten Level von Luxor hatten wir, glaube ich, 3 Bahnen, die wir killen mussten. Und hier sind es, weiß nicht, 5 oder so. Können wir mal sehen, das ist jetzt hier die zweite. Aber es ist natürlich auch genauso wie bei Luxor, hier mit der Punktzahl hat es was zu tun. Wie weit man halt, wann man mit dem Level fertig ist. Also wenn diese Bar da voll ist, dann sind wir auch fertig mit dem Level. Das war vorbei. Okay. Ja, ich habe mir jetzt extra keine Tools gekauft, weil ich davon ausgehe, dass ich keine brauchen werde. Das Spiel ist zwar ein bisschen her, dass ich das gespielt habe, aber... Aber, was wollte ich sagen? Aber, ich glaube, ich denke positiv, ich glaube, ich schaffe das. Also immer schön positiv denken, dann schafft man auch das Level. Ein auf den. Und schon hätten wir die Kette fertig. Das war jetzt, glaube ich, die dritte oder die vierte? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist jetzt auf jeden Fall die vierte oder fünfte. Naja, auf jeden Fall hatten wir bei Luxor, waren wir schneller fertig mit dem ersten Level. Weil wir jetzt schon 3 Minuten spielen an diesem Level. Bei Luxor war das, glaube ich, weniger. Da haben wir immer ein paar Level geschafft. Ah, seht ihr? Jetzt haben wir 5 Bahnen für ein Level. Bei Luxor war es nur 3 oder so. Naja, wie ihr seht, leckt es auch 0 Stück. Das liegt auch daran, dass ich jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm benutze und das auch besser dafür geeignet ist. Ja. Und da wir das jetzt fertig haben, gehen wir doch gleich weiter zu Level 2. Auf meinem anderen Kanal, also auf meinem normalen Kanal, kommt kein Video, weil, also ich habe eine Idee für Videos, sogar eine Menge. Nur, ich kann sie im Moment nicht umsetzen, weil ich im Moment erstens keine Zeit dafür habe und, wenn ich dann mal auch Zeit für mich habe, anstatt für irgendwas anderes. Also es reicht nicht aus, die Zeit. Was ich damit sagen will, ist einfach, es kommt bestimmt irgendwann ein Video, ich hänge mich da rein. Nur kommt das halt etwas später als gedacht. Oder überhaupt weniger als überhaupt gedacht.
Hier werde ich aber auf jeden Fall regelmäßig ein Video hochladen, weil das dauert ja nicht lange, so ein Ding aufzunehmen. Und ja, deswegen, dafür habe ich gerade nur noch Zeit. So, und sowas finde ich dann natürlich richtig doof. Wir hatten doch gerade gelb. Jetzt aber. So, okay, das war ja jetzt gerade Zufall, dass da grün war. Wow, das war jetzt so richtig blöd gelaufen gerade, dass dann noch ein blauer dazwischen übrig war. Och man, dann schieße ich den so exakt dahin und dann schießt er einen daneben. Och, ich dachte, wir hätten grün. Ist jetzt auch nicht so schlimm, weil das ist ja nicht die letzte Bahn. Und ich kann schon ahnen, dass jetzt gleich die nächste Bahn kommen wird. Wir sind gleich am Arsch, weil gleich kommt die nächste Bahn und wir können uns nicht mehr um diese hier kümmern. Ah, doch, okay. Weil es ist ja nicht so, dass wenn du die, wenn man eine fertig hat, dass dann die andere kommt, sondern dass es so ist, dass das nach Zeit geht. Und wie ihr seht, haben wir immer noch nicht die haben wir das immer noch nicht. Wie heißt das? Was wollte ich sagen? Ach ja, hier, immer noch nicht die Leiste voll. Weil es halt auch um Schnelligkeit geht, wenn wir es zu schnell machen, dann. Also wenn wir das in einem Rutsch machen, werden die Punkte irgendwie nicht gezählt. Ich weiß nicht, wie das mit der Bar da oben ist. Aber auf jeden Fall, wenn die Bar da voll ist, dann kommt keine Bahn mehr, so wie jetzt. Das hier ist die letzte. Und genauso wie bei Luxor kriegen wir auch hier extra Geld und Punkte für, ja, wofür halt, für das, was übrig bleibt an Space zwischen der Base und der Kugelbahn, die wir gerade zerstört haben. So, und dann machen wir doch nochmal Level 3 als Abschluss dieser Folge. Also ich finde persönlich Inca Pearls besser als Luxor. Dabei glaube ich sogar, dass Luxor älter ist als, Inca Pearls älter ist als Luxor. Das müsste ich dann mal nachgucken, ob das, war das dumm. Ob das, so ist oder ob es nicht so ist. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Ich gucke mir das gleich mal an und dann nehme ich auch gleich die nächste Folge auf, weil es ist ja, naja, es ist etwas spät am Abend. Und ich habe noch genug Zeit eigentlich. So. Schön. Oh, ist das ein Scheiß gerade. Perfekt. Nochmal Stopp. Schade, dass das jetzt nicht die letzte Bahn gewesen wäre. Das wäre natürlich awesome gewesen. Ja, viel zu schnell. Viel zu schnell. Nein. So, den hätten wir dann auch fertig. Hier ist es gut, Pombos zu machen. Muss ich echt sagen. Es geht echt gut. So, da hätten wir es auch. Ist das die letzte Bahn? Ich weiß nicht. Ja, ist es. So. Das bekomme ich hin. Das war ein Fail.
Tja, und jetzt haben wir schon unsere Extra-Punkte sozusagen verdödelt, weil... Wissen wir, ob da ist. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn es von da gewesen wäre, aber... Naja. Danke fürs Zuschauen in dieser Folge. Wie gesagt, die... Luxor/Inkapulz-Folgen sind kürzer als normale Folgen. Ja, und damit sage ich auch dann gleich mal Tschüss. Und bis zur nächsten Folge von Inkapulz. Ich tue die Videos in die gleiche Playlist wie Luxor und werde sie umbenennen. Danke fürs Gucken und bis zur nächsten Folge von Inkapulz.